geil, ich fühle mich direkt wie ein Stripper. Da, ja. Willkommen zu Nudeln Comedy. Ja, ist gut, ich meine, langsam. Willkommen zu Nudeln Comedy, ich bin Dani Luis, ich werde euch durch die Show führen. Wer von euch war schon mal hier? Mal Applaus. Da seid ihr alle mit einem Reisebus aus Cottbus gekommen? Oder was? Wo kommt ihr denn her? Was ist das denn? Das kann ich schon. Aber wer war schon mal bei mir auf einer Show? Mal Applaus. Bro, ihr seid einfach diese. Kannst du bitte Licht anmachen? Ich muss auch sehen, weil das, ihr seid richtig diese Regenwettermenschen. Alle normalen Menschen bleiben zu Hause, wenn es regnet, geht ihr raus. Wir wollen nicht so viele Leute sehen. Ja, Arschkater, hier ist immer voll, Alter. Sehr gut. Was erwartet euch heute? Wir haben 6 super Comedians heute für euch. 3 vor der Pause, dann machen wir eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Dann nochmal 3 Comedians in der Pause. Könnt ihr was Schönes trinken gehen, könnt hier auf den Gängen rummachen, könnt... wie viele sich freuen, direkt. Wir sind nur wegen dem Rummachen gekommen. Comedy ist nur Nebensache. Also, ich bin hier zum Knutschen. Weil das Ding ist, ich bin bekannt dafür, dass ich hier Paare zusammenbringe. Ja. Guck mal, die 3 Jungs gleich hier. Ja. Geil, ich hab dir gesagt, Bro. Ja. Aber ich bin auch bekannt dafür, Pärchen auseinanderzubringen. Also, nimmt sich so die Waage. Genau, wir machen eine Pause, da könnt ihr hier machen, was ihr wollt, ist schon alles vorgekommen, deshalb ist Berlin nichts Außergewöhnliches, genau. Ja, sonst will ich euch erstmal ein bisschen näher kennenlernen und ich liebe die erste Reihe direkt, genauso wie sie ist, also euch hätte ich so zusammen gecastet, wirklich, also das ist so, seid ihr eine Boygroup? Nee, aber was? Das geht gleich los mit dieser super Lache. Richtiger Trennungsgrund, nein, Quatsch, ich liebe ihre Lache, Alter. Die ist so, jeder denkt immer, wir haben sie bezahlt, dass sie ein bisschen Stimmung macht. Aber das Schlimme ist, es klappt, Alter. Ja, sehr gut. Die Jungs gleich so, ist die Single? Ja, langsam, ey, ruhig, ruhig. Ey, was, ihr seid alle zusammen hier? Ja. Warum sitzt du 1 Meter weiter von den allen dreien so? Also er sitzt so da, Digga. Die typisch U-Bahn-Kinder. Kennt ihr die so in der U-Bahn sitzen? Halt so dicke Eier, Alter. Sehr gut. Woher kennt ihr euch? Was seid ihr für eine Truppe, Mann? Ich hätte euch genauso gecastet, Alter. Also wirklich, jeder, der eine hat so einen Hut, der eine hat den Hut nach hinten, der hat so einen Hut, du hast keinen, Alter. Also, arbeitet in einer Hutfirma oder so, Alter? Sag mal, was macht, woher kennt ihr euch? Typisch Jungs, so gleichzeitig dann wieder keiner. Okay, ich muss chronologisch wie in der Klasse, ich sehe schon hier 14 Jahre alt. Woher kennt ihr euch? Durch Rumpel kennengelernt, aber der durfte nicht kommen heute. Der war cool, damit wir uns kennengelernt haben, aber der ist ein Arschloch, also. Da waren wir uns gleich alle sicher, der ist ein Arschloch, der kommt nicht mit zum Lachen. Nee. Wenn wir weinen gehen, da kann er mitkommen. Aber du hast einen Platz freigehalten, ist das für den Kumpel? Nee, tatsächlich nicht, das ist für mein Handy. Da, das war schon mein Handy und mein Handy braucht einen Platz, das war teuer, das kostet mehr als dein Leben, mein Freund. War dein Handy teuer? Wie viel hat es gekostet? Ich habe Vertrag 1 Euro. Ich habe Vertrag 1 Euro, Alter. 1 Euro bezahlt für Handy? Ich gehe auf eine spendenbasierte Show. Das ist klar. An mir macht ihr doch keinen Gewinn, Alter. An mir, Alter. Handy 1 Euro. Das ist geil. Wenn das wegkommt, ist dir egal, wa? Du so, hier hast du 2 Euro, gib mir 2 neue. Alter. Ja. Ja. Sehr gut. Aber macht ihr irgendwas? Macht ihr doch, tanzt ihr zusammen irgendwas? Nein? Na, seid ihr aus Berlin? Ja. Ja? Bitte, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Weil die Leute wissen nicht, wovon ich rede, Mann. Bitte steht mal einmal auf und guckt mal in die Richtung. Wer ist dafür, dass ihr aufstehen und in die Richtung gucken? Kommt, Jungs, schaut euch! Ja, Mann! Das ist wie auf einer Single-Börse. Ich sehe schon 3 Mädels hin. Mein, was der? Der mit der Mütze? Nein, nicht der mit der Mütze. Der daneben, Alter. So schnell geht das. Ich sag dir, ihr sitzt genau richtig hier. Wow. Und woher kommt ihr? Ursprünglich oder? Was? Frankfurt oder? Frankfurt Main? Ja. Ist dir das wichtig? Ich schau, guck mal, direkt Fanclub, Alter. Bro, ey, wenn ich die Statistik, also Wahrscheinlichkeiten, du bist der Erste, der heute Sex haben wird, also die Wahrscheinlichkeit aus Sex. Frankfurt Main, kommt ihr alle aus Frankfurt Main? Wohnt ihr jetzt hier? Nee, also ja, ich wohne hier. Ihr wohnt jetzt hier wie lange schon? Seit 10 Minuten, also wir sind Zimmer eingerichtet, direkt zur Comedy Show. 2 Jahre. 2 Jahre? Du auch? Ja, ich komme aber nicht aus Frankfurt, ich komme aus Lübeck. Wo kommst du aus? Lübeck. Aus Lübeck, hab ich schon mal gehört. Wo kommst du her? Bayern München. Bayern München, direkt vom Fußballverein.
Er kommt, ich spiele da Fußball. Ich komme aus Bayern München, Alter. Das habe ich ja noch nie gehört, Alter. Ich meine, bei Berlin passt nicht. Ich komme von Hertha BSC Berlin. Also, komme von Hertha BSC in Berlin. Und ich vom FVB SC Lübeck, Alter. Ey, das ist die klarste Antwort, die ich gehört habe. Spielst du bei FC Bayern München Fußball? Aber das kommt gut an bei Frauen, wa? Ich komme aus Bayern München. Ich habe Vertrag. Mietvertrag. In München. Sehr geil. Wo kommst du her? Ich bin gebürtiger Berliner. Du bist der einzige gebürtige Berliner. Ja. Ihr seid zusammengewürfelt, ich verstehe das nicht. Das muss, ist das so Tinder-Match oder irgendwas? Nein? Hat's einfach ergeben. Seid ihr alle Singles? Ja. Ich wusste das. Das war eine rhetorische Frage. Ich wusste sofort, erste Reihe steht so. Alle Single-Männer machen mal was Einfaches. Au, au, au. 1, 2, 3. Au, au, au. Also ich habe 2 gespottet, die es am nötigsten haben. Du auf jeden Fall und du, mein Freund. Also das ist ein schlechtes Zeichen. Ich habe doch gesagt, da verkuppel ich eher die. Also das ist, Alter, ihr wart richtig noch Steinzeitmenschen, Alter. Und die Single-Ladies machen mal was einfaches. 1, 2, 3. Ey, da habt ihr schon gefunden. Hast du gerade neben ihm das gemacht? Oh, das wäre so praktisch gewesen, Mann, Alter. Du hättest dich einfach auf seinen Schoß setzen können, Alter. Heimlich rumgemacht. Mm. Ja, schade. Lili, also waren aus der. Wer war Single da hinten? Zeig mal. Siehst du hier? Hier ist sie. Wow, ey. Geburtstag. Sie hat Geburtstag? Na und? Nein, Mann. Nein. Hey, ich will hier die Aufmerksamkeit. Ich habe ADS. Ich habe extra eine Comedy-Show, Mann. Nee. Sehr gut, Alter. Wollt ihr ein Geschenk machen heute Abend, Jungs? Wollt ihr der Single Lady ein kleines Geschenk machen heute Abend? Sie lacht am lautesten, so, ja. 4 Jungs auf einmal? Was ist das für ein Geschenk, Alter? Sehr gut. Wie lange bist du Single? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Und wie lange bist du auf der Welt? Boah, von hier, du siehst aus wie 12, Alter, von hier allein. Ich sehe das nicht so gut. Also, bist du volljährig? 32. 32, wow, wow, sehr gut. Von hier kann ich das gar nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber die Jungs, die Gesichter waren so, Milf, das habe ich schon oft gegoogelt bei YouPorn. Das ist meine Kategorie. Jungs, was sagt ihr, Alter? Projekt Mission Impossible startet, Alter. Warte, Dascha, steht die überhaupt auf Frauen? Ja. Ja? Ja? Boah, Digga. Ich sag, steht die überhaupt auf Frauen? Die waren so, ja, ja. Er hat sich angefühlt. Ja, klar, Digga, Alter. Das Witz hatte ich schon sonst mit den dicken Eiern so groß. Ja, Alter, ich brauch Platz, Junge. Wenn das Ding rauskommt, platzt die Rakete, Alter. Geiler Typ, Mann. Ich liebe euren Hutstil, Alter. Die hab ich schon überzeugt, du bist noch so, Ja, ein paar gute Jokes und dann hast du mich, mein Freund, Alter. Sehr gut, was macht ihr in Berlin? Studieren. Studieren? Ja, anscheinend nur du, Alter. Also ja. Die anderen, ihr seht so aus, als ob ihr ihn im Abholz so vom Studium so rumlungert. Ha, ja, ist schon voll. Wobei dein Semester, hast du ein paar heiße Schnecken heute kennengelernt. Was machst du? Ich bin Altenpfleger. Altenpfleger, oh, mal Applaus für den Altenpfleger, ey, wow. Jette ist leider schon vergeben, sie ist, bist auch Altenpflegerin, ne? Und Fachkrankenschwester für Psychiatrie. Fachkrankenschwester für Psychiatrie. Deshalb, warum hast du die Jungs dabei angeguckt? Also das, Potenzielle Kunden, ja, sehr gut. Ja, 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 ey, das wird das Niveau heute, also ey, macht euch nicht auf. Wir starten ihn gleich hoch, Alter. Also, hier könnt ihr vergessen, meine Freunde, Alter. Sehr gut. Also warte mal, ich muss langsam gehen. Altenpfleger studiert, was studierst du? Ethnologie. Ey, du hast das Glück deines Lebens gehabt, Alter. Also, ich glaube, von 1 Million Frauen auf der Welt würde eine machen, wenn jemand sagt, ich studiere Ethnologie, Alter. Also, dass sie in einem Raum sitzt, das ist ja, Alter, ihr müsst heute Lotto spielen, Alter. Sie so, ich liebe Ethnologie. Ich habe als Kind schon immer Ethnologiefilme geguckt. Ich sage immer Ethnologie, ich weiß gar nicht, was heißt, Alter. Das ist wahrscheinlich sowas mit so Ethnie. Oder ist doch, wo jemand herkommt, oder? Ja, Kultur. Also. Ja, Kultur, Digga, du bist auch erstes Semester. Das ist Kultur.
Das hätte ich auch noch gewusst, Alter. Welches Semester bist du? Drittes. Aber erste zwei warst du nicht da. Homeoffice. Homeschooling. Homeschooling. Schieß, schieß. Ja, ich weiß, ich bin euch doof. Ich weiß auch, wie Homeschooling. Zu der Zeit hätte ich gern studiert. Jeder, den ich studiert habe, ist jetzt so in allen so, wie heißen diese Gaming-Spielen, voll weit vorne, Alter. Sehr gut, was machst du, mein Freund? Veranstaltungstechniker, hast du was zu bemängeln? Nein, alles gut, Mikrofon gut eingestellt, alles klar. Okay, interessant, was machst du? Bin auf Wohnungssuche. Was machst du beruflich? Ich bin auf Wohnungssuche. Also ich hoffe, du bist Makler oder so, Alter. Das würde dich jetzt noch retten, Alter. Wie hat er sich denn da rausgeredet, Alter? Hab ich ja noch nie gehört, Alter. Statt zu sagen, ich bin arbeitslos, ich bin auf Wohnungssuche, Alter. Aber ich brauche natürlich noch einen Job und Geld. Und geiler Typ. Ich hätte gesagt, wirklich, hätte ich dich gefragt, was du beruflich machst, du hättest gesagt, Playboy oder so. Table Dancer, Mann. Du bist so cool, Mann. Gib mir 10% davon, Alter. Wow. Warst du schon immer so cool, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann, Alter. Auf diese Antwort wäre ich nie gekommen, wow. Hat hier jemand eine Wohnung für den Kerlchen? 1, 2, 3. Digga, aber ganz ehrlich, ich verstehe das, Mann. Chancen sind -9, Digga. Zieh zurück, ganz ehrlich, nach Bayern München. Wieder. Weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein sozialer Abstieg in Berlin. Also, das war. Was die bereuen, dass sie hergezogen sind, war ein sozialer Abstieg. Digga, er so, oh, die ist heiß, Alter. Wow, Mann. Ich liebe es, wie du über dein Käppi fasst, Mann. Alles. Du bist faszinierend für mich, Alter. Warum bist du nicht in Bayern München geblieben? Ich wurde da nur geboren, Mann, Alter. Diese Coolness, Alter. Coolness Faktor. Du wurdest nur da geboren und dann abgeschoben nach Berlin, Alter. Ja, dann hab ich auf dem Dorf gewohnt. Auf dem Dorf? Ja. Wie heißt das Dorf? In der Nähe vom Passau ist das. Wie heißt das Dorf? Ich kenne mich gut aus. Wir haben hier alle Dörfer schon gehabt. Zenting. Zenting? Du kommst aus Zenting? Ja. Hast du noch nie gehört, Alter. Das nehme ich auf in meine Sammlung, Alter. Aus Zenting, Alter. Sehr gut. Zenting zu Euroding zu Berlin, Alter. Ja, sehr gut. Mein Joke hat keiner verstanden, okay. Oder war einfach nicht gut. Komm, sie übersetzt jetzt. Zenting? Cent? Euroding? Euro, Mann. Euro. Bitcoin-Ding. Ne, jetzt alle anderen. Alter. Ja, sehr gut. Aber machst du was beruflich gerade? Oder bist du. Gerade nicht. Gerade nicht. Orientierst du dich neu um? Mal sehen. Bro, Digga, Alter. Bro, deine Freundin will ich nicht sein, Alter. Mit dir, Frauen wollen reden, Alter. Obwohl, die stehen eigentlich auf Playboy, coole Arschlöcher. So wie mich. Du bist kein Arschloch, du bist nur Playboy. Er ist Arschloch. Wenn du immer noch so da sitzt, Alter, wann hab ich dich, Alter? Wenn du so da sitzt wie der, hab ich gewonnen. Sehr gut. Ich hab schon wieder Zeit überzogen. Ich muss schnell zur zweiten Reihe. Euch kenne ich ja schon, genau. Jette ist hier Stammgast. Ich liebe sie. Ich lade sie immer ein, weil die Stimmung pur, Alter. Sie ist besser als die ganze Show. Alles okay? Nimm nicht mich ran. Ja, das ist das Erste, worauf ich achte. Wenn jemand nicht will, die hat was zu erzählen, zu verbergen, Alter. Was ist dein Geheimnis? Ich hab gar kein Geheimnis. Ich hab kein Geheimnis. Ich bin wie ein offenes Buch. Hier, lest alles, was ihr wollt. Ich bin ja der schüchterne Typ einfach. Du bist der schüchterne Typ. Introvertiert auch? Ja, scheinbar schon, sonst wäre ich nicht rangenommen werden. Boah, er gibt direkt Erklärung mit, Alter. Also Wikipedia-Eintrag, sehr gut. Mit wem bist du heute da? Mit den beiden. Mit den beiden, in welchem Verhältnis steht ihr? Wir spielen zusammen. Boah, Dicker, du bist Blitzkanone. Ich wünsche, die wären so schnell, wir wären schon durch, Alter. Ich will das schnell vorbei, sagt er. Ja. Digga, desto mehr ich aus dir rausbringe, desto mehr will ich von dir wissen. Also was studiert ihr drei? Warte mal. Ethnologie. Bayern München, Kundologie. Alter. Wie bitte? Jura. Jura, wow. Das ist mit Recht und so. Welches Semester seid ihr? Erstes, alles klar. Komm, gleich Mitleid, ja. Und dann in 10 Jahren, wenn ihr verklagt werdet, holt ihr euch die 3, Alter. Sehr gut. Ich muss leider schnell weitermachen. Aus dir krieg ich wirklich nicht raus. Du bist wirklich introvertiert, Alter. Das ist, ich lasse dich in Ruhe, aber wir haben noch eine zweite Hälfte. Sehr gut. Sie guckt die Wand an. Sie guckt die Wand an, als ob da ein Gemälde ist. Sie weiß, sie ist gleich dran, aber ey.
Ich wollte nicht was. Diese Konsistenz von dieser Wand ist da. Vielleicht arbeitet sie auf dem Bau so. Boah, das haben die super gut geschwachtelt, Alter. Diese Farbe, wie die im Licht, mit dem Licht interagiert. Man. Bro, du hast. Bro, guck mal, ich weiß nicht. Was wolltest du nicht? Ich wurde nicht angesprochen. Ja. Du hast nicht seinen Plan gemacht. Du sagst, was mache ich? Ich gucke diese Wand an. Sie hat wirklich wie Gemälde so interessiert. Ich habe auch kurz so, was ist da? Eine sehr schöne Wand. Hast du gerade gegrunzt? Ich liebe dieses Grunzenlachen. Ich liebe das raus, Mann. Vorne oder hinten, egal. Mann. Sehr gut, wer bist du? Wie heißt du? Nora. Nora, was machst du? Ich möchte nicht darüber reden. Stripperin, 100% Stripperin. Oder sie arbeitet im Museum. Schönes Gemälde. Du willst dich gerne umsetzen? Zu spät, mein Freund. Sag mal, was machst du? Moderatorin. Im Fernsehen? Ab und zu. Ab und zu? Welcher Kanal? SWR, RTL. SWR? Das ist aber ein krasser Sprung. SWR, RTL ist so von 0 auf 100. Ist ab und zu. Und, aber was hast du moderiert? Ach so Moderation nicht im Fernsehen, sondern... Für Veranstaltungen, Fernsehen. Wow. Erzähl mal, wer ist der größte Promi, den du kennengelernt hast oder interviewt hast? Ja, ich selbst. Du selbst? Ah! Applaus für Nora, die Moderatorin. Wer kennt alles Nora, die Moderatorin? Mal Applaus. So bekannt bist du nicht, aber wir machen dich noch bekannt, Mann. Auf jeden Fall. Ey, wir machen... Philipp, kannst du das Licht ausmachen, bitte? Oh, geil, Mann, ihr seid echt geil drauf. Ich liebe dieses Publikum. Er ist auch schon locker geworden. Er hat die Füße einfach auf das Brett hier vorne gemacht. Sehr gut, so soll es sein. Seid entspannt. Was erwartet euch? Ja. Ja, geht doch schon gut los, ey. Wen haben wir eigentlich hier? Wer ist am weitesten entfernt gekommen? Also, wo kommt ursprünglich aus der Stadt? Schreibt mir einfach rein, eure Dorf- oder Stadtnamen. 1, 2, 3. Wiesbaden. Sie war sich richtig sicher, Alter. Wiesbaden, niemand ist weiter. Krass, wer wird jetzt jemand sagt, irgendwie Saarbrücken oder so. Das wär... Wiesbaden ist doch in Schwaben? Nicht? Ist doch bei Stuttgart, oder? Oh, krass, richtig disqualifiziert. Bei Frankfurt? Ah, okay, ist das was weiter? Frankfurt, Main oder Wiesbaden? Wiesbaden ist weiter, weil es weiter im Westen ist. Oh, Streit, Alter. Direkt auch noch die ausrechnet, die auch noch Single war, Alter. Die hat eine große Klappe für ihr Geburtstag. Du warst doch Geburtstagskind, ne? Ich hab noch gar nicht gratuliert. Alles gut zum Geburtstag. Egal, ich wünsche dir alles Gute. Du hast einen Wunsch frei. Genau, bei euch auf jeden Fall. Wiesbaden, haben wir Pärchen hier? Mal Applaus, wer ist zusammen? 1, 2, 3. Man, an der Geschwindigkeit merkt man, wer noch glücklich zusammen ist, auf jeden Fall. Habt ihr gemerkt, war die Audio? Ja, wir sind Pärchen, ja, guck mal, können wir auch aufstehen und uns umdrehen? Nein, so läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht, nur weil ihr 3 Wochen zusammen seid, Alter. Gleich angeben, Alter. Weil, wenn man so frisch verliebt ist, man denkt auch, man ist der Einzige auf der Welt, der Sex hat, Alter. Das ist so. Guck mal, der hat so vor Aufregung direkt sein Bierglas gedroppt. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr? Okay, warum hast du gesagt, wir? Nein, weiß ich, so, wir oder wir? Wie geht das denn? Ja? Wie heißt du? Caroline. Caroline und du? David, passt. Was ist dein Sternzeichen? Fisch. Und deins? Jungfrau. Ich weiß nichts über Sternzeichen, ich habe einfach so eine Frage. Das ist so dumm, immer wenn ich ein Date habe, die fragen nach Sternzeichen. Was ist dein Aszendent? Kein Plan, Alter, sehr gut. Was macht ihr in Berlin? Ich kann das nicht nachmachen. Ich schwöre euch, ich versuche es nachzumachen. Ich muss das nachmachen. Ich bin jetzt eher gerade, ja? Immobilienmaklerin. Bro, du bist der coolste Motherfucker hier, Alter. Geil, man, kannst du das klar machen? Kannst du das klar? Er arbeitet ja nicht. Er arbeitet ja nicht. Ich hab dir gesagt, sag das nicht, Alter. Man hat direkt disqualifiziert, Mann, Alter. Diese gute Chance versaut, Alter.
Immer lügen, Alter. Egal, was ihr macht, wenn ihr eine Wohnung wollt, lügen, Alter. Lügen, bis sich die Balken brechen, oder? Ja. Ja, einfach alle Zettel fälschen, alles kopieren von jemandem, der alles perfekt hat, Alter. Oh Mann, Alter, sehr gut. Aber wohnt ihr in einer coolen Wohnung? Ja. Ja, oh ja. War auch wieder eine rhetorische Frage, ist doch klar. Ich schnapp mir, welch Makler bin ich, nehme mir die beste Wohnung selber, Alter. Können Sie bitte unser schönes Penthouse, was nur 300 Euro kostet, können Sie jemanden finden? Ja, ich finde jemanden, ja. Ich finde, oh, keinen gefunden, was machen wir? Ich nehme die für 250, Alter. Hat sie dir eine Wohnung besorgt? Wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Ja, schlau, ja, ja, ja. Du bist ja nicht dumm, ist ja der Grund, warum du mit dir zusammen bist, Alter. Er soll auf der Straße wohnen wie er? Nein, Alter. Ich werde mit ihr zusammenziehen, Alter. Sehr gut. Ein Jahr, was machst du beruflich? Ich studiere. Na, ist schon schwer. Sie ist Immobilienmaklerin, sie hat richtig Asche, Alter. Digga, du hast richtig nichts zu sagen, auf jeden Fall, Alter. Supermann. Der wollte antworten, sie gibt dir erstmal Stopp, so, was er sagen darf, was er nicht sagen darf. Geil, Mann, ich liebe euch, wir müssen weitermachen. Wir müssen, ich, Mann, ich würde mit richtig dick und dünn gehen, Alter. Vor allem du musst bleiben, Alter, egal was passiert. Ja, ich freue mich auf die nächste Comedian. Ich bin froh, dass du heute hier bist, wie bei allen Comedians natürlich, aber ich freue mich, mag seinen Humor. Bitte grüß ihn mit deinem Fett. Und für sein Groupie, ja. Weißt du? Ja, weißt du? Verdammt, direkt erwischt, ja. Geht schnell, Mann, komm, die Star, pst, direkt. Ihr seid entspannter bisher? Ja, dann ist immer noch Kopfschütteln in diese Wohnung, Alter. Warum hast du gesagt, ich habe jetzt was für einen, Alter? Verdammt, Alter. Sehr gut. Kann das jemand toppen mit Beruf Immobilienmaklerin? Sowas, also Exotisches, Außergewöhnliches? Einfach reinschreien. Oder den Partner verraten. Hä? Guck mal, Dicker, die immer Business Developer. Dicker, zum Glück hast du es geflüstert. Kannst ja. Business Developer, Mann, Alter. Das ist ja, na, kommt noch Studium vorher, Alter. Also, komm, traut euch, was? Traut euch, komm. Kann keiner Immobilienmakler toppen? Ich meine, das ist schon gut. Also, in Berlin ist wie König. So. In Berlin ist dann, hat jemand außergewöhnlichen Job? Traut euch. Was macht denn Mama? Altenpflege. Altenpflege auch? Oh, wir, Altenpflege, Altenpflege? Kennt ihr euch? Gitti? Gitti, was machst du denn hier? Hey, du hast dich doch krank gemeldet, Alter. Was ist denn der Comedy Show, Gitti? Das werde ich deinem Vorgesetzten sagen. Also ihm. Sehr gut, wen hast du mitgebracht? Mein Sohn. Mein Sohn. Guck mal, wusste ich gleich, Mutti Sohn, weil aus Gesicht geschnitzt. Also jetzt ist dunkel, sonst würde ich die wieder aufstehen lassen. Geschnitzt, da kann man das nicht sagen, Alter. War das falsch, Alter? Kann man nicht sagen, aus dem Gesicht geschnitzt? Okay, doch nicht. Du hast recht. Entschuldigung. Ihr Gesicht war so... Sag das nie wieder. Also, das ist wie so ein Verbrecher. Geschnitzt, Alter. Geschnitzt, Alter. Sehr gut. Und ihr seid zusammen hier? Mama und Sohn. Ich muss kurz mal wieder überlegen, was für ein Verhältnis. Mama und Sohn. Seid ihr aus Berlin? Nein. Nein? Wo kommt ihr her? Braunlage. Braunlage? Mhm. Ist doch kein Ort, Alter. Braunlage, das ist so nach dem Stuhlgang die Farbe, Alter. Das ist, Braunlage, Alter. Ich muss mal zum Arzt, irgendwas. Was haben Sie? Herr Doktor! Herr Doktor, ich hab Braunlage! Nein! Kommen Sie sofort in die Praxis! Bringen Sie eine Probe mit! Die ganze Probe? Ja, die ganze Probe. Dieses Jahr hatten wir noch keine Braunlage, Alter. Und das ist so, wenn so irgendwie so Polizeibesprechung ist und da so irgendwie gerade voll viele Nazis in so einer Gegend sind und sagt, wie sieht die Lage aus? Braunlage, Herr Offizier. Braunlage, Braunlage! Okay, setz die Schlagstöcke ein. Wo ist Braunlage? Ich kenne mich nicht aus. Neben Schwarzlage oder was ist das? Alter? So ein Name, Alter. Ey, ganz, das ist schon gemein, Alter. Ich meine, ihr könnt dafür nichts. Aber wer sagt dann so, wie nennen wir dieses schöne Fischerdörfchen, Alter? Sag mal eine Farbe. Braun. Ah. Was können wir noch dazu? Irgendwas, irgendwas so. Irgendwas. Naja, wo liegt es denn? Braunlage. Wo ist denn das? Welche Bezirk? Welche Bundesland? Stadt? Niedersachsen. Achso, wo Wolfsburg und so ist? Nee, Mann, so Erdkunde disqualifiziert, Alter, krass. Russland? Was? Goslar.
Ach, Goslach. Ja, kenn ich auch nicht. Wie viele Einwohner hat Braunlage? Seid ihr da nur zu dritt? Du und dein Papa und sie? 3000. Was? 3000. 3000, so Altenpflege ist so bei euch, wenn jemand alt ist, ist so 45. Das ist, ich muss auf den aufpassen, hier wird keiner älter. Also nur, ja, krass. 3000 kennt jeder jeden wahrscheinlich, ne? Freust du dich, dass du in Berlin bist? Ich hab keinen Playstation, durfte ich mitnehmen. Ich hab Playstation nicht mitnehmen, Alter. Braunlage ist viel besser. Wie alt bist du? 17. 17? Wow. Nee, weil er sieht schon aus wie 18. Wo sind die Single Ladies hier? Die 32, die MILF-Buster hier vorne. Er ist dumm, das neben deiner Mutter zu sagen, aber es, manchmal nehme ich keine Verantwortung für das, was ich sage. Genau, sehr gut. Darf ich fragen, bei sowas muss ich immer aufpassen. Wo ist Papa? Zu Hause. Zu Hause, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, sowas kann immer nach hinten losgehen, Alter. Zu Hause, aber seid ihr noch zusammen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Minus und Minus ist Plus. Ja, wird schon sehen. Von meinem Anwalt. Sehr gut. Habt ihr noch mehr Geschwister? Ah, nicht ihr, du. Nein? Verwöhntes Einzelkind? Ja. Ich wusste, er hat Jacke mit USA-Zeichen, NASA steht drauf, er hat wichtigen Job. Du hast ein Ziel in deinem Leben, auf jeden Fall. Ja? Wirst du Pilot? Bestimmt. Bestimmt. Bei PlayStation. Hm. Ja. Sehr gut, wir machen weiter mit den Let's Comedian. Jetzt macht mal Lärm für ihn! Geiler Typ, er ist mir gerade auf Toilette begegnet und dann habe ich gesehen, er hat so ein Tränentattoo, Alter. Weißt du, was das heißt? Dass man jemanden umgebracht hat. Ja, hast du jemanden umgebracht? Nee, das steht für meine Mutter, weil die vor 2 Jahren gestorben ist. Du hast mich gefickt, Alter. Du hast mich. Digga, da komme ich noch nie wieder raus, Alter, aus dieser Geschichte, Alter. Mein Beileid. Ja, aber es ist trotzdem gut, dass du niemanden getötet hast, auf jeden Fall. Bei dem Job? Bei dem Job Altenpflege. Das war ein Altenpfleger-Joke, Alter. Du hast nicht bei dem Job auch noch keinen getötet, Alter. Das ist schon eine Kunst, war wahrscheinlich, Alter. Ich bin direkt in krasse, wilde Gefilde. Sagt man das so? Digga, du siehst aus wie ein Pornostar. Hattet ihr die Brillen vorher schon auf? Du hast sie noch nicht auf. Ey, Digga, ich bin Profiler, Alter. Du siehst nicht aus wie so Pornostar, Mann, Alter. Guckst du Pornos? Lass ihn aus, also ja. Er hat doch keine Freundin. Er sagt, was ist das für eine Frage? Schön gesagt, das Ding ist natürlich, guck dir Pornos, Alter. Also, ja, er so, ja, alles durchgeguckt, 2 Mal, Alter. Mindestens, sehr geil. Ich sehe schon, er trägt die Cola so, er kann die gar nicht mehr halten, Alter. Das ist schon Muskelkater, Alter. Muskelkater in der Hand, sehr gut. Guck mal, er hat direkt Hand gewechselt, Alter. Ich kann das nicht, ich kann nur mit rechts, Alter. Das ist so ungewöhnlich, Alter. Wenn ich mit links mache, ist wie auf andere, so anderer Mensch. Anderer Mensch. Hey, wer bist du? Lass los. Ach so, ist aber egal. Ja, ich mach einmal nur für sie Comedy gerade. Ich liebe es. Sie kennt es von ihrem Mann, Alter. Setz dich kurz drauf auf die Hand, damit taub ist, als ob von jemand anderem. Stell dir vor, ich bin das. Hast du dich gerade gefreut, Alter? Was war das für ein Freund? Wie viel hast du getrunken, Mann, Alter? Das ist der Scheiße. Was? Der zweite? Ja. Der zweite was? Cider. Cider? Was ist Cider? So ähnlich wie Apfelwein. Apfelmus? Okay, kein Problem. Sorry. Hast du ein... ist das Frankfurt-Mütze? Bist du auch Frankfurterin? Ja. Also du hast das, Digga. Ich erkenne dich ja mit der scheiß Brille, Alter. Also nicht scheiß Brille, sondern weil die aufhört. Das ist schon cool. Das ist schon Gangster aus, Alter, Mann. Hattest du die... Du hattest die aber vorher an, ne? Ja, weil du hast Dektrin. Er hat einfach für Modezwecke auf jeden Fall. Ey, Lutz, wo ist er denn? Ey, ich weiß was. Braunlage. Nein, wo ist er wirklich? Ist er gegangen? Nein, auf Klo. Auf Klo? Ah, okay. Hat schlecht eine Braunlage. Ich so, ja, ein Hund. Sehr gut. Ich hatte schon, ich wollte eigentlich schon ein paar Mädels vorknöpfen aus der dritten Reihe. Haben die sich umgesetzt? Die haben gesagt, wir sind dritte Reihe, wir hatten voll Glück. Ich sage, nee, nee, es geht zweite Reihe, zweite. Sind das die 3 Mädels hier gewesen? Sie guckt sie an, ich kenne hier gar keinen. Ich habe mit dem wirklich nichts zu tun. Ich wer hier saß, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe gegen diese Wand geguckt.
Ja, das ist deine Arschkarte. Die haben dich reingeritten, weil die hatten eigentlich schon Bock so ein bisschen, Alter. Bist du alleine da oder mit den Mädels? Du kennst sie nicht? Du hast gesagt, ich setze mich neben die drei Mädels, da kann nichts passieren. Dann bin ich in Sicherheit. Ich will nicht hier von dieser Männertruppe hier vorne angemacht werden. Nur kurz apropos Männertruppe. Oh, er schwitzt richtig. Wie war's, Alter? Ist okay? Ich war vorne an der Bar, ey, wie er lügt, Alter. Alle wissen hier, wo du warst, Alter. Wo war er? Rummachen auf Toilette. Ah, guck mal, wer hier kommt, Alter. Charlie's Angels. Oh, sie gerade so, Gott sei Dank. Ich musste nichts antworten, Alter. Sehr gut, ey, drei Mädels. Ich hab die vorhin gefragt, wo die herkommen. Die waren so um, ich hab noch nie so eine Antwort gehabt. Wir sind so um, rund Berlin, Grenze, rund, rum. Ich sag, woher kommt die her? Auf Karussell oder was, Alter? Rund, 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 rum. Und dann haben die was gesagt. Wie heißt der Ort? Zitlo? Schildo, ich habe mir dieses OW gemerkt. Alles mit OW ist voll weit weg. Rudo. Oder Gato. Panko. Zitlo. Panko ist nicht so weit, wa? Scheiße, mein einziges physikalisches Gesetz, was ich mir ausgedacht habe, hat nicht funktioniert. Guck mal, die stoßen gerade an. So, komm, wir nehmen es mit ihm auf, Alter. Charlie und die drei Engel, Alter. Sehr gut, wie ist es in Schildo? Schön. Schön. Niemand, dem irgendwas gefällt, würde nur sagen, schön. Also Braunlage, schön. Da kommt das Sprichwort, schöne Scheiße, Alter. Na gut, wie viel Quadratkilometer ist das entfernt von hier? Sie fängt an, Taschenrechner rauszuholen. Du hast Mathe, haben wir gehört, hoch zwei, warum fragt ihr? Nee, wie viel, ich sag mal, wie viel Kilometer oder Meter, Minuten? Wie seid ihr hergekommen, mit Flugzeug, Zug? Im Wedding? Ja. Ich wohne noch im Wedding. Bist du Single? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich bin noch im Game, Alter. Ich hab noch nicht komplett verkackt, Alter. Komplett verkackt. Erst raus. Nein, Dicker. Dich werden wir jetzt erst verkuppeln nach ihm. Ah, Dicker, du hast dich Imagewechsel. Du warst so Playboy, jetzt bist du so, Dings, so intelligenter. Oh, hast du ein Loch im Ohr? Ich hab's noch nie gesehen. Das ist ja Absicht, das ist diese Mode, ne? Ja. Oder hast du irgendwie so chirurgische Probleme? Nein, das ist so. Hast du beide Seiten? Ja. Da kann ich einmal meinen kleinen Finger da durchstecken? Das ist ja krass. Kann ich machen? Ich hab voll Angst. Steh mal auf, bitte. Das ist so. Ah. Sehr geil, Mann. Applaus, dass das so cool ist, Alter. Mann. Hat das sehr weh getan? Nein? Also wenn man es schon zu schnell macht, tut es weh, aber wenn es langsam ist, dann nicht. Dann so langsam nicht. Das ist irgendwie wie beim Sex, also. Reden wir hier von der gleichen Sache? Wenn man es langsam macht, tut nicht weh, aber wenn man es schnell macht und direkt mit großen Stößen, Ne, was haben die langsam gemacht? So mit einer Bohrmaschine langsam. Ist krass, weil das ist groß. Weil ich hatte mal Dings, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, mir ist so schwarz, weil ich hatte so, als 14er hatte ich so Schnapsidee, so ein Ohrring. So, ich hatte nur diesen Test-Ohrring, den hatte ich auch nur zwei Wochen drin und nie wieder, bis Loch ist für immer, Alter. Aber dein ist ja schon ein schwarzes Loch, Alter. Der Sonnenlicht verschwindet sogar da, Alter. Das ist ein Riesenteil, Alter. Also ja, Riesenteil, ja, okay. Sehr gut, ey, die Mädels, wie sind wir von euch auf ihn wiedergekommen, Mann? Du hast ADS wie ich, Mann, Alter, das ist nicht in Ordnung. Ihr kommt aus Schiedlo, kommt ihr alle aus Schiedlo? Wie? Schildo, Alter. Dann macht ein Rap draus, chill doch, Alter, wir sind aus Schildo, Alter. Schildo wäre krass wieder, Alter, so Schildo, Alter. Wo kommt ihr her? Bitte irgendwas mit OW, bitte. Nein, wo kommt ihr? Finnland? Also ich wohne in Moabit und komme aus Nürnberg. Nürnberg. Und du? Ich wohne in Wedding mit ihr zusammen und ich komme aus Paderborn. Ihr habt richtig wie, als ob ihr so bei, kennt ihr so Speed Dating ist? Und man muss so direkt erklären, ich komme von da. Aus Paderborn, Nürnberg, du hast gewonnen mit Schildo, Alter. Das ist krass, wie viel ein Monat Schildo? Ja, 12.000. Ha, 12.000, kennt jeder jeden? So wie? Naja, mittlerweile. Was macht ihr in Berlin? Was macht ihr hier? Was macht ihr in Berlin? Studieren.
Okay, weil sie nimmt selber ihr Studium nicht ernst. Sie wusste sofort, studieren, wie jeder Zweier studieren. Du weißt doch Bescheid, aber wir studieren immatrikuliert, Homeoffice. Nee, wie heißt das? Homeschooling. Genau. Studiert ihr das Gleiche? Kennt ihr euch da? Jeder was Verschiedenes? Ich will jetzt nicht alles abklappern. Sag mir das Spannendste. Wer hat das Spannendste? Ich glaube, ja, beide haben zu ihr geguckt. Was machst du? Ethnologie? Psychologie. Psychologie, nicht schlecht. Wir? Manche haben nicht Angst gekriegt, das ist meine Psychologin, Alter, aber mein Gott, ich habe meine Tabletten heute nicht genommen. Nee, ich mag das ja, ich habe es ja vorhin erzählt, dass eine Psychologin hier war, die hat mir zertifiziert, dass ich erstens Narzisst bin und ADS habe und gerne in der Aufmerksamkeit stehe, weil sie hatte mit allen Recht, Alter, die war richtig gut, aber die hat noch nicht studiert, die war schon fertig, Alter, sehr gut. Sie lacht, sie liest zwischen den Zeilen bei mir auf jeden Fall. Sie sieht den Joke zwischen. Aber warte mal, wie kommst du jetzt zu dem? Bist du alleine hier? Ja. Voll süß, Mann. Warum bist du alleine hier? Ich würde eigentlich mit dem Kumpel gehen, aber der kommt dann doch nicht. Warum bist du alleine gegangen? Voll gut. Warum ist er nicht gekommen? Hattet ihr Date und er hat dann gesehen, dass er echt lieber aussieht? Oder? Nein. Oder andersrum. Du hast gesehen, wie er in echt aussieht. Hab ich gerettet? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber dieser Kumpel, war das Date, oder? Ist auf den immer Verlass? Heute nicht auf jeden Fall. Aber wie heißt der? Tobi. Wenn du Tobi siehst, nächstes Mal. Nein, Quatsch. Erzähl, du hast hier nette, heiße Jungs. Aber geht da was? Oder ist so? Auf gar keinen Fall. Sonst wäre er hier wahrscheinlich, wa? Ja, was machst du? Bist du auch Studentin? Das ist, du hast gesehen, die sehen aus wie Studentinnen, da setze ich mich hin, kann mir nichts passieren. Kannst du das toppen, Psychologie? Weiß ich nicht, ich studiere Maschinenbau. Wow. Hier hast du deine Antwort, also Applaus für Maschinenbau. Natürlich ist es was Besonderes und besser als Psychologie. Weißt du warum? Weil als eine Frau von 2 Millionen, die Maschinenbau studiert, du bist bestimmt, Alter, du bist nicht Hahn im Korb da, Alter. Oder Hennen im Nest, keine Ahnung, aber. Keine Ahnung, aber bist du die einzige Frau in deinem Studiengang? Ja, nicht die einzige, aber. Die einzige, die noch da ist. Und die einzige, die sich noch weiblich anzieht, oder? War zu hart? Ich weiß nicht. Okay, ich nehme den zurück. Ich weiß, ich war nur in dem Maschinenbau. Sag, wie viel sind denn zum Beispiel, wenn ihr in so einem Saal seid, so sagen wir 400 oder so, wie viel sind Frauen? 13% angefangen. Wie viele sind übrig geblieben? Weiß ich nicht genau, weil ich glaube, mehr von den Jungs droppen raus. Weil ich sehe nur noch Jungs. Also, war das so, wenn man dann ein Mädel gesehen hat? Hi. Ja, das war direkt so, okay. Ja. Hi, wir bleiben zusammen, wir müssen uns verteidigen. So. Aber bei Maschinenbaustudenten, die sind ja auch, die haben es nötig. Also die Männer. So ist schon. Ja, guck mal da. Kann ich ein Lied singen. Und die wollen aber vor dir angeben, so, ich habe zu Hause was gebaut mit Maschinenbau und Technik und so. Wollen sie sich damit rein? Also die wollen sich nicht so mit... Ja, wenn ja. Digga, richtig Klischee, Alter. Richtig Big Bang Theory, Alter. Du bist auf jeden Fall die Blonde von Big Bang Theory, Alter. Nee. Könntest du dir was vorstellen mit einem Maschinenbauer? Prinzipiell schon. Es sind sehr viele. Er muss erst geboren werden, Alter. Der muss schon irgendwie wie Elon Musk irgendwie zum Mars fliegen können oder so. Ja, mach Applaus für die Studentenreihe, Alter. Wow. Das ist unsere Zukunft. Ihr werdet unsere Steuern bezahlen. Hab ich das erklärt? Nee, unsere Rente irgendwie so. Ich bin noch auf dem Schlauch. Ist das Licht eigentlich schon wegen mir? Nee. Achso, ja, okay, gut. Ich dachte, ich hab mir... Nee, ich meinte das rote Licht. Ach doch, wegen mir, scheiße, ja. Weil normalerweise geben wir den Comedians so ein Licht, damit die wissen, dass sie noch eine Minute haben. Aber ich muss mir das immer selber geben, so weil ich sonst überziehe, ja. Geil, habt ihr Bock auf die zweite Hälfte? Aber bevor ich anfange mit der zweiten Hälfte, muss ich noch eine Geschichte erzählen von Raus mit dir! Ich ADS. Hast du gerade gesagt, raus mit dir? Sie kriegt Applaus für mich! Ich liebe diesen Kerl, Alter. Hast du das Bild gemalt? Ich bin Mutti. Du bist Mutti. Das schließt das nicht aus, Alter. Hier,
Die Milchpasta, wie sagt Mutti, ja. So ansteckend, diese Lache, Alter. Ich überlege immer, wenn sie kommt, wie kann ich da das Geld machen, Alter? Das muss doch irgendwie eine Idee, falls ihr eine Idee habt, Alter. Sehr gut. Wollen wir das mal gucken, wie lange das geht? Also, ja, ja. Bis alle einfach so krass lachen, Alter. Kriegen wir das hin? Jette, kriegen wir das hin? Kannst du mich kontrollieren? Ja, sehr gut. Einmal hatte sie richtig battle mit so einem Mädel in der letzten Reihe, Alter. Ich dachte, was ist denn hier los, Alter? Seitdem gibt's hier Popcorn, Alter. Ja, also, ja, also wie beim Tennis, Alter. Das ist so geschehen, Alter. Geil, Mann, wow. Hast du es schon mal untersuchen lassen, Alter? Warst du schon als Kind so? Das ist schlimmer. Schlimmer? Wie geht das, Alter? Weil du hast ja den. Als ob Meerschweinchen ficken. Als ob Meerschweinchen ficken, Alter. Ja. Gequietscht, Alter. Deine Lehrer haben dich bestimmt, du warst Lieblingsschülerin auf jeden Fall, Alter. Ja, ihre Tochter muss leider die zweite Klasse abbrechen, weil sie passt nicht in unser System. Ja. Ja. Jetzt systemrelevant. Jetzt bist du systemrelevant. Jetzt sagst du, ihr fickt euch, Lehrer. Ich bin systemrelevant. Ja, wenn ihr krank werdet, ich werde euch auslachen. Dran aus. Ja. Wer zuletzt lacht, lacht am jettesten. Sehr gut.